Hallihallo und willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar habe ich Mangas getauscht. Und zwar über Instagram mit Anime mit Lisa und ja, das Paket. Also wir hatten gestern abgemacht, dass wir tauschen, und das Paket ist heute schon angekommen. Das war extrem schnell, ich habe mich voll gewundert. Und ja, ich habe mit ihr getauscht Deiner ist meiner ist deiner 1 bis 3. Gegen die Mangas, die hier drin sind. Und ich sehe hier schon einen kleinen Brief, den lesen wir natürlich zuerst. Huhu, Julie Bonnie. Ich hoffe, alles ist gut angekommen. Wie gesagt, Crazy Little Cactus ist sehr stark vergilbt. War das Deutsch? Fragezeichen. Deswegen habe ich dir eine Kleinigkeit dazugelegt. Liebe Grüße, Lisa. Dann ist ja unser Sticker. Cupcake-Sticker, der sieht auf jeden Fall echt cool aus. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns erst die Mangas an. Und da kommt auch schon wahrscheinlich die Kleinigkeit, die sie mir dazugelegt hat, heraus. Und zwar ein kleines Lesezeichen. Ein selbstgemachtes. Sieht sehr cool aus. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich habe nämlich viel zu wenig Lesezeichen. Und ja, den Umschlag packe ich mal zur Seite. Und ja, der erste Manga ist A Silent Voice Band 1. Den wollte ich mir schon, also habe ich jetzt schon zwischendurch überlegt, ob ich mir den hole. Und ja, jetzt habe ich ihn halt getauscht. Und ich bin echt gespannt, wie er so sein wird. Und ja, dann ja, geht es weiter mit Crazy Little Cactus, Band 1 und Band 2 von Nana Haruta. Und so stark vergibt ist der eigentlich gar nicht. Also ich habe in meiner Sammlung, ja, in meiner Manga-Sammlung, manche, die sind extrem stark vergibt. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass der auch so extrem ist, aber so stark ist der gar nicht vergibt. Also alles gut. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Lesen. Ich möchte von Nana Haruta gerne alle Werke haben. Und ja, jetzt bin ich froh, dass ich ein mehr habe. Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Vielen, vielen Dank für den Tausch. Und ja, dein Paket schicke ich, wie ich dir vorhin schon geschrieben habe, morgen ab. Ich hoffe, dass das dann auch schnell bei dir ankommt. Und ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.